Stalingrad. Ich weiß. Die Deutschen wollten sich ergeben und... Es war ein ruhmreicher Sieg an diesem Tag. Ruhmreich? Sagen Sie mir. Wann haben Sie den Glauben an die Sache verloren? Bei unserem ersten Treffen waren Sie noch voller Glauben. An die Männer? Ich habe immer an Sie geglaubt. Ich bin Oberst Schurkin vom NKWD. Major Borodin wurde wegen Inkompetenz suspendiert. Ich habe das Kommando. Genossen, die Deutschen sind fast bei uns. Unsere Front zieht sich wieder zusammen. Uns fehlen die Ressourcen, um die Deutschen aufzuhalten. Aber wir müssen sie ausbremsen und unseren Zivilisten Zeit für die Flucht verschaffen. Leutnant. Isakovic, Lev Abramowitsch, Genosse Oberst. Ja, Leutnant, wir müssen Zeit gewinnen. Nicht nur für die Zivilisten hier, auch für Moskau. Außerdem dürfen die Deutschen unsere Vorräte nicht bekommen. Alles, was wir nicht auf den Zug laden können, muss vernichtet werden. Die Deutschen sind fast hier. Und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Company of Heroes 2. Sofort evakuieren! Wir müssen weg! Bewegung, die Stimmen sind so cool, Bewegung, Mann. Los geht's, Genossen! Ich finde diesen leichten russischen Dialekt ziemlich cool. Der hatte mal was. Genosse Leutnant Isakovic, während unsere Männer den Zug beladen, wird Ihre Einheit alle verbleibenden Kriegsgüter evakuieren und vernichten. Zuerst halten Sie den Feind an der Front auf, während unsere Laster evakuiert werden. Okay. Nach der Abfahrt locken Sie ihn in die Stadt, wo unsere Pioniere Sprengladungen platziert haben. Vernichten Sie alles, was die Deutschen gebrauchen könnten. Ziehen Sie sich dann zum Zugdepot zurück, wo Sie den Zug bis zur Abfahrt beschützen. Wenn der Zug abfährt, gehen Sie zum Sammelpunkt hinter der Brücke. Sind Sie bereit, Ihre Befehle auszuführen, Leutnant Isakovic? Fürs Vaterland! Fürs Vaterland! Ja, ja, ist okay, machen wir. Deutsche Streitkräfte nähern sich. Frontlinie verstärken. Rekrutentrupps, perfekt. Was war denn da? Meine Munitionskiste. Nehmen Sie dir. Nehmen Sie diese Rekruten als Ersatz für unsere Stoßtrupps an der Front. Machen wir. Da ist eine Munitionskiste, nehmen wir ganz kurz eben mit. Du kannst ja schon mal dahin gehen. Und den da unterstützen. Zack. Dieser Trupp braucht Hilfe. Ja, kriegt er. Zack. So, der Rekrutentrupp geht noch ganz kurz rüber. Gönnt sich auch bei dem anderen eben die Fähigkeit. So. Viel Spaß. Wir wurden einem anderen Trupp zugewiesen. Kriegen wir eigentlich neu dafür? Nee, ne? Nö. Nö. Dumm gelaufen. Doch, kriegen wir. Dass die Deutschen vorrücken. Irgendwo. Achso, wir haben die anderen einfach bekommen. Sehr schön. Zwei. Drei. Eins. Die Stoßtrupps haben eine unschätzbare Ausrüstung und Ausbildung. Schützen Sie sie. Machen wir. Der Feind geht in die Offensive. Wir halten nicht durch. Wir brauchen Verstärkung! Sie müssen die Stellung halten. Mehr Rekruten. Mach ich doch. Anfordern benötigt. Na komm, werfen wir ganz kurz. Nein, nein, nein. Schon hier. Nate. Putz, Junge. So, die auch am besten. Boom. Nein, doch nicht. Ja, werf die halt noch später. Lol. Ja, jetzt sind die schon weg, Kumpel. So, ein bisschen Rauchgranaten werfen hier. Da muss er mich vorrücken. Hier oben ist eh alles easy anscheinend. Jetzt ist einer von dem Rekrutentrupp gestorben. Oh, lol.
Ich kann übrigens nur Rekrutentrupps auch ausbilden. Machen wir trotzdem mal. Mobilisieren wir noch mal. Rekruten sind eingetroffen. Die haben Vasili erschossen. Scheiße. Das Gute ist, wir können jetzt gerade die Truppen hier ein bisschen leveln. Jetzt kann ich euch ein bisschen was hier detailliert dazu sagen, was hier eigentlich ist. Also hier ist halt immer, logischerweise, die Einheit. Und ihr könnt hier immer diese Veteranenränge lesen. Die haben dann so, die zum Beispiel haben dann halt die Feuerbelegenheit als Veteranenfähigkeit. Feuerbelegenheit ist, weiß ich gar nicht genau, aber bewegt sich im Schritttempo auf ein Ziel zu und gibt mit seiner Papascha lange Feuerstöße ab. Oh. Verdammt! Stukas! In Deckung! Moin. Putz. Okay, der gönnt sich direkt komplett. Noch mehr. Sie greifen uns über die Flanke an. Welche Flanke? Wir können die Stellung nicht halten. Zurück Ach so. Zu den Lastern. Mehr Rekruten zur Verfügung. Zurück zu den Lastern, machen wir. Hallo, ich will da auswählen. Komm, zurück. Richten Sie Verteidigungsstellungen ein. Du gehst mal ganz kurz da rein. Verteidigen Sie die Vorräte. Ich erkläre es gleich kurz weit, was da noch so. Also ich zeige es nicht erklären. Ich zeige gleich noch, was da noch alles so kommt. Dahin. Du gehst da hinter den Truck. Du gehst hier in Stellung. Und ihr geht da in Stellung. Das geht schon. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Oh, nett. Und jetzt wollen wir mal da stehen. So, noch mehr Rekruten können wir nicht machen, weil wir sind voll. So, jetzt pass auf. Zweite Sache, die wir machen können, ist, erhöht den durch Waffen verursachten Schaden erheblich. Das heißt also, sie sind immer stärker. Und wenn der noch weiter levelt, erhebt sich die Beständigkeit erheblich. Ist also generell immer sinnvoll, Truppen auch zu leveln. Logischerweise. Aber jede Einheit hat unterschiedliche Fähigkeiten. Und das kann echt interessant sein, sich die mal durchzulesen, weil manchmal ist das echt ein riesen Vorteil, wenn man die levelt. Frische Rekruten sind eingetroffen. Frische Rekruten. Was wollen Sie? Ja, wir gewinnen gerade sogar hier ein bisschen, aber. Hm. Bewegt eure faulen Ärsche! Gut gemacht, Genosse Leutnant. Die Versorgungslaster rücken ab. Sie haben Befehl. Was wollen? Versteckt euch hinter den Jetzt so. Stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Es gibt noch wichtige Kriegsgüter, die nicht rechtzeitig evakuiert werden konnten. Befehlen Sie unseren Pionieren, sie mit Sprengstoff zu versehen und zu vernichten, oh, die sind bevor ganz die Deutschen ganz uns zurückdrängen. Okay, zerstören Sie zurücklassenden Fahrzeuge, zerstören Sie die Haubitzen. Okay, die Haubitzen kriegen wir dann natürlich ganz easy kaputt. Mit einem Teil der Ausrüstung können wir die Deutschen abhalten oder die Evakuierung unterstützen. Diese Güter dürfen den Deutschen nicht in die Hände fallen. Vernichten Sie sie. Wir brauchen eine Reparatur. Okay, wir müssen Sprengladung benutzen, das ist schade. Egal, machen wir. Machen wir, machen wir. Ja, lass dich ruhig abschießen, da hast du recht. Perfekt. So, du kannst sie mal ganz kurz bitte auffüllen, falls es geht. Ja, geht. Dieser Tutop hat Männer verloren. Verloren. Schließt euch ihn an. Macht Bumm jetzt gleich, bitte. Hat er es jetzt gesetzt oder nicht? Ne, dann nicht. Eieiei. Bumm. Sie brauchen die Pioniere, um die verbleibenden Besitztümer zu vernichten. Schützen Sie sie. Hab ich ihn gerade getötet? Oh, ups. Ja, wollte ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich hab den Aussehen gekillt. Hoppala. War nur so halb geplant, aber ist egal. Gut gemacht, Genosse. Nicht rein. Wir haben den Deutschen den Zugriff auf unsere Vorräte verwehrt. Passt. Genosse, die kommen mit Fahrzeugen! Wir haben eine Überraschung für die deutschen Mistkerle. Aber unsere Truppen! Keine Zeit mehr! Sprengladungen zünden! Okay. Bum, 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 bum! Ja, da war mein Truppen nicht mehr von betroffen, alles easy. Das wird sie zunächst aufhalten. Aber so schnell geben sie nicht auf. Offensichtlich. Die Stadt mag den Deutschen in die Hände fallen, aber sie werden nur schwellende Ruinen vorfinden.
Zum Zugdepot zurückziehen. Flammenwerfer für Pioniere requirieren. Okay, machen wir. Wir werden die Stadt niederbrennen. Rekruten? Da rein, bitte. Rekruten, dieser Trupp braucht mehr Männer. Ja, offensichtlich. Und tschüss. Unser Hauptquartier ist immer noch einsatzbereit. Fordern Sie damit weitere Rekruten und Pioniere an. Ja, ja, entspann dich. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Feldkrankenhaus. Ja, das ist so ein Hauptquartiergebäude. Darin kann man zum Beispiel ein Feldkrankenhaus machen, um halt Leute nicht zu retzen, sondern um sie halt wirklich nur zu heilen. Also es gibt halt... hier, der Trupp zum Beispiel ist zwar angeschlagen, aber ihm fehlen keine Einheiten. Also er hat noch die volle Feuerkraft, aber er ist halt trotzdem schon beschädigt. Und das können die in dem kleinen Lazarett hier dann wieder heile machen. Lassen Sie Ihre Pioniere die Flammenwerfer aufnehmen. Ja, die Pioniere sind aber ganz... Wo sind die eigentlich? Oh lol, die sind ganz vorne, die sind nicht im Hotkey. Das sowjetische Hauptquartier umfasst nun ein Feldkrankenhaus. Perfekt. Aber nur für jene, die schwer verwundet sind. So, ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Und die Rekruten stellen sich woanders hin. So, Lazarett heilt die Leute auf jeden Fall schon mal gut, das ist nice. Ihr geht dahin. Ihr geht dahin, schön in die Wand. Und die Rekruten stellen sich da hinten hin. Wobei, hier ist grün, da ist grün. Grüner Schutz ist mal der beste. Befehlen Sie Ihren Männern, die Häuser in Brand zu setzen. Sobald das erledigt ist, sollen Sie die umliegenden Felder abfackeln. Hinterlassen Sie den Deutschen nichts. Machen wir. So, jetzt haben wir hier Flammenwerferangriff. Der Zielbereich mit einem Flammenteppich bedeckt. Gar kein Problem. Einmal kurz aufs Heuschwimmchen drauf hier. Zack. Ich kann nicht glauben, dass wir das tun. Doch, doch. Doch, doch. Hat das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Dann halt nochmal. Ah, jetzt hat es funktioniert. Als ob die immer noch da drin sind. Ey, ja, das ist ja auch, weiß ich nicht. Ich wäre weggerannt. Ich habe jetzt gut reden, war aber. Naja. Stark. Ja, eigentlich hätten wir ja zwei Pioniertrupps gehabt, aber ich habe ja einen aus Versehen umgebracht. Hoppala. Wollte ich auf jeden Fall. Scheiße. So, brennt. Ich muss noch mehr in Brand setzen. Ach du Scheiße. Könnt ihr den anderen Flammenwerfer auch noch eben snacken? Nee, könnt ihr nicht. Na, dumm gelaufen. Wir müssen halt doppelt laufen hier. Los. Machen Sie erst das Schwere da hinten. Würden zwar eh keine Angreifen unterwegs, aber nur wenn. Dann sind wir safe. Und wir können so was Neues machen. Wir können jetzt ja auch Rückzug antreten. Dann rennen die zum Lazarett zurück. Ja. Wenn die wenigstens One-Hit wären, ne? Durch den Flammenangriff. Das wäre schön. Nun ja. Flammenwerfer wird eingesetzt. So, das war's. Wir bleiben nicht hier. Das vierte Gebäude kommt gleich. Zack. Wir verbrennen das Ziel. Sie kommen direkt aus der Mitte. Das dauert jetzt einfach nur ein bisschen. Ist ein bisschen schade. Wenn die One-Hit, fände ich das auch noch okay, aber so zwei Hits, weiß ich nicht. Vor allem, wenn du so ein Ding da reinhältst, ich glaube wohl kaum, dass du da noch die mehr reinschießen musst. Die Deutschen rücken über die Felder vor! Genosse Leutnant, Felder abfackeln, bevor der Feind vorstößt! Beeilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Wir haben die Felder mit Benzin besprüht. Sei vorsichtig, Genosse! Welche Felder im Süden? Die im Norden sehe ich, aber die im Süden nicht. Komm, Beeilung. Einmal kurz reinhalten. Flup. Und abhauen. Wir verlieren Nachschub an den Feind. Was für ein Nachschub an den Feind? Ich habe keinen einzigen verloren. Lol. Ach, da hinten müssen wir hin. Okay. Verbrennt sie. Alter. Okay, das war effektiv.
Ist aber immer noch halt irgendwie so ein bisschen Tutorial, ne? Ich meine, machst du nichts. Gibt übrigens 14 Missionen in der Kampagne. Könnt ihr eigentlich... Beeilung! Wir dürfen keine Zeit verlieren! Unsere Streitkräfte sind noch auf den Feldern! Die Deutschen dürfen nicht vorrücken! Zündet die Felder an! Sofort! Tja. Gute Arbeit, Genosse. Die Deutschen werden es bedauern, jemals hier gewesen zu sein. Und zurückrennen. Der Feind hat unseren Versorgungssektor erobert. Auch immer speichern. Sie haben die Deutschen gut abgewehrt. Aber wir brauchen noch mehr Zeit. Die Deutschen wollen mit gepanzerten Fahrzeugen durch die Stadt vorstoßen. Da rennen die drei Vorräte. Platzieren Sie Minen und Sprengladungen an den Straßen, um den Vorstoß aufzuhalten. Der Button hier übrigens, ne, das hier gibt dann quasi eine Einheit zurück im Trupp, die fehlt. So. Unser Hauptquartier wird angegriffen. Platzieren Sie Minen, sagst du mir jetzt, wo ich gerade weggelaufen bin. Unterwegs. Perfekt, danke. Wir bleiben nicht hier. So, Minenfelder. Minen reichen nicht, wenn Ihre Fahrzeuge durchbrechen. Wir könnten diese T-34 nehmen, um... Negativ. Die Besitztümer werden woanders benötigt. Kommen Sie so zurecht. Ich gehe nur mit Rekruten nach vorne, würde ich sagen. Die können kurz ein bisschen kämpfen. Weil die können wir eh nach replenishen, das ist scheißegal dann. So, dann sind jetzt die 2. Und die ganzen Stoßtruppen sind die 1. So. Schnell, Genosse! Verminen Sie die Straßen! Bin noch dabei, entspann dich mal. Bruder, mach nicht so einen Stress, was ist mit dir los, ne? Hetz mal nicht so. So, Minen werden gesetzt. Das muss schon gestern fertig werden. Ja, ja. Wir haben es geschafft. Scheiße! Die Schießen schießen zurück! Bringt sie unter die Erde! Aber jetzt finde ich die Effekte schon fast sogar zu leise. Ich hatte die beim letzten Mal ja ein bisschen runtergestellt. Ein kleines bisschen können wir die hochmachen. So ungefähr. So. Kampfpioniere! Das haben wir. Wir sind hier sofort los. Sofort los! Machen wir. Ihr haut erstmal ab. Ihr auch. Schönes Lazarett hier wieder zurückgehen. Dahin. Dahin. Schützen, bereit. Machen Sie Ihre Waffen bereit, Genossen. Dahin. Und denken Sie dran, das Zugdepot muss um jeden Preis beschützt werden. Wird etwas sprengen? Halten Sie Deutschland davon ab, das Zugdepot zu sichern. Ja, das sollte kein Problem sein. Pioniere einsatzbereit. Ach, Scheiße. Mist. Boom. Spähwagen im Anrollen. Geil, Doppelbiene zerstört. Nicht mehr Minen auf die Straßen, es kommen mit Sicherheit noch mehr deutsche Fahrzeuge. Weiß ich nicht, Mann. Ich kann die zwar da einsetzen, aber... Weiß ich nicht, Mann. Lasst uns ein paar Panzer knacken. Ja, Genosse. Stellungswechsel. Sie brauchen Pioniere? Alle Minen bereit. Ich bin diese Scheiße langsam leid. Aber ich hab voll vergessen, wie cool die Sprüche hier sind, Mann. So, noch kurz deine Minen platzieren und dann kannst du dich verpissen. Wollen uns abfackeln? Alter, ihr habt einen Flammenwerfer. Rein damit. Und abhauen. Tja. Kurz noch einen neuen davon herholen. Oh oh. Au. Das tat weh, Alter. So, nach links hingehen. Da kriechen noch ein paar Leute, weil da sind gerade ein paar Bomben hochgegangen. Ein paar Minen. Zack, zack und zack. Wird gebaut. Ich hab das für eine gute Idee gehalten. Ja, was soll's eigentlich jetzt alles easy passen hier? Gar kein Problem. Feindliche Streitkräfte nehmen unsere Vorräte ein. Wobei, das hier trifft schon eigentlich die Missionen, so wie die eigentlich sind, schon eher als die letzte Mission. Krankettenfahrzeug, Hauptstraße! Boom. Aber hier sieht man auch richtig, was man eigentlich so machen kann, wenn man das Spiel vernünftig spielt, sag ich mal.
Du musst jetzt wirklich die Einheiten einzeln steuern, versuchen die guten Leute am Leben zu halten. Der Trash ist halt Trash. Meine Pioniere können halt ein bisschen bauen, absichern. Also du musst halt so Zeug machen halt, ne? Das ist schon nice. Noch ein Spähwagen im Anrollen! Ja, der Spielwagen sollte aber gar kein Problem sein, der müsste ich auch irgendwie fliegen. Putz. Ich kann meine Brille nicht finden. So, machen wir ganz kurz ein bisschen Stacheldraht. Ob da wenigstens was zu tun. Schön wegblockieren hier. Weg von hier! Schnell! Bumm. Habt ihr diesen Schuss gesehen? Also die Sprüche im Spiel sind einfach absolut genial. Da sind so viele coole Dinger drin. War übrigens damals, als ich das gespielt hatte, habe ich das... Also ich fand die so cool irgendwie. Generell das Spiel hier. Ist mega nice. Habe ich auch jetzt ein bisschen drauf gefreut, das jetzt zu spielen, ne? Bin richtig drauf gehypt irgendwie. Auch auf den dritten Teil, ne? Boah, wäre das geil, Mann. So, der erste Wagen ist weg, der zweite ist auch weg. Der Bau ist wie befohlen fertig. Bumm, hat's gemacht da oben. Pioniere, machen wir hier noch zu. Das sind noch genug Minen. Hier ist auch noch eine, also geht. Könnte bereichen. Fertig. Pioniere abrücken. So, Stacheldraht steht. Gehen wir nochmal ganz kurz hin, platzieren wir neue Minen, würde ich sagen. Da dürfen wir nicht, doch dürfen wir platzieren. Unser Hauptquartier steht unter feindlichem Beschuss. So, kurz ein paar Minen. Hier links geht's auch noch, da liegt noch einer. Da kommt doch mehr, als ich gedacht hätte, muss ich zugeben. Soldaten bereit. Okay. Die Flammen der Patrioten. Oh, ein schweres MG. Nice. Bin ja. Oh, oh. Bumm. Los geht's, Männer. So, warte, machen wir ganz kurz hier, da und da eine neue Mine. Da noch eine und das reicht dann. Wir rücken mit dem letzten Panzer raus. Mit dem letzten? Da sind noch drei. Oder sollen wir zwei davon selber benutzen? Ja, das hätte ich dir auch sagen können, dass das passieren kann. Dumm gelaufen. Deutsche Spähwagen! Weststraße! Weststraße! Putz! Oh. Rennt! Jetzt stecken wir in der Scheiße! Jetzt stecken wir in der Scheiße! Das trifft sich nicht gut, Kumpel! Unsere Mitte bricht zusammen! Alter! Jetzt stecken wir in der Scheiße! Aber er lebt noch. Alles gut. So, direkt nach. Komm, komm schon. Mehr Einheiten bitte, schnell! So, passt. Flammenwerfer ist ja dabei. Alles easy. Eieiei, der hat gut kassiert. Ja, der hat ja keine Mine mehr hier unterwegs, aber passiert. Da oben ist noch einer im Weg, aber... Oh. Haben wir jetzt, glaube ich, eh gewonnen. Passt schon. Leute, der wird trotzdem zerschossen einfach. Guck's dir an. Lol. Easy. Unerwartet. Ich dachte eigentlich, dass der mehr aushält, aber ging. Putz. Kaputt. So, die letzten Fahrzeuge. Okay, jetzt ist gerade ein bisschen nervig hier mit den Fahrzeugen. Ich hab nicht mit gerechnet, dass ich so viele Minen brauche. Alter, oh, Panzer! Genosse, Sie haben Panzer! Wir können Sie nicht aufhalten! Lasst uns gehen! Mehr können Sie nicht tun! Zur Brücke zurückziehen! Nein, nicht... Ich wollte nicht hier drin.
Ich werde zurückziehen, was mache ich? Drück T. Smart. Okay, die hauen ab. Perfekt. Ihr könnt auch gehen, bitte. Aber wirklich extra viele Panzer. Ja, dass wir nichts machen können, wa? Alter. Schade, ne? Einsatz ausgeführt. Nice. Dann würde ich sagen, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.